Alter, was geht ab, Leute? Wir testen heute mal wieder Biang Biang Nudeln. Ihr wisst, einer der gehyptesten Läden in München, Mama Bau. Digga, ich check den Hype immer noch nicht. Und ich check den Hype um Biang Biang Nudeln auch immer noch nicht. Aber ich zeig euch jetzt einen geheimen Laden, der ist irgendwo unten im Keller. Hier unten ist es, Leute. Danke. Tschi. Ist ja anders voll, Alter. Chen's Nudelbar, Leute. Sehr authentisch. Sehr viele Asiaten. Ja. Ist gut. Das ist die Karte, Leute. So muss sein. So, das ist meins, Leute. Heute mal gebraten. Da haben wir noch so einen Rindfleischsalat und Fried Chicken. Ich erinnere mich, das letzte Mal war gut. Ich hoffe es. Also mit Rindfleischsalat kenne ich mich jetzt nicht aus. Ist jetzt nichts, was ich nochmal bestellen würde. Ja, ist jetzt nichts, was ich nochmal bestellen würde. Ist gut. Sie meinte, sie hat letztens Loco Chicken probiert. Genau an dem Wochenende, wo ich in Berlin war, haben die dort die Filialen eröffnet. Aber ihr wisst, das ist dasselbe Konzept. Dieselben Leute hinter Happy Slice von Knossi und Trimax. Also nur virtuell. Und das gibt es anscheinend auch schon eine Weile in München und sie hat schon getestet. Müssen wir auch noch machen. Und sie meinte, nicht schlecht. War schlechter als KFC. Ja. Ja. KFC ist besser. Muss immer noch was finden, was besser als KFC ist. Chicken Zart. Nudeln. Das schmeckt ja wie Nudeln. Schön auf Biss. Kann man essen. Durch dieses ganze angebraten Ding schmeckt es halt wie so eine typische China-Box, so, die du so irgendwo bestellst, gebratene Nudeln. Schmeckt jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich oder besonders oder super lecker. Ich mache Nudeln und Hühnchen. So. Wir schauen noch einmal, wie dieses Geschmack schmeckt. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Warte zu Ende. Schaut mal, wie sie glänzt. Das Fett, das Fleisch sieht sehr saftig und weich aus. Also wir könnten auf jeden Fall die falsche Wahl getroffen haben. An einem kalten Wintertag. Also in ein, zwei Monaten. Fleisch. What does it say? I mean, what is it? What else has it come? Mm-hmm. Just one time. Yeah. Just the one. Yeah, just one. Ich kann es satt, aber es ist zart genug, das ist lecker. Oh, I see. We have a vegetarian.
something soon. This is a tomato and egg. Okay. This is a chicken with mushrooms. This is spicy. Yeah, Szechuan. This is spicy. What meat is this one? Nudeln ist gut, sie hat einen sehr guten Biss. Nudeln an sich 9 von 10 würde ich sagen. Einfach von Konsistenz, Biss und so. Das ist ja Nudel. Ich mag Nudeln nicht. Also was heißt, ich mag Nudeln nicht? Ich finde Nudeln immer nur Durchschnitt. Aber okay. Es ist sehr gut, aber es ist ja nicht mein Ding. That is the onion. Oh, okay. Sehr lecker. I was hoping that's not meat. Wie findest du die gebratene Nudeln? Yeah, it's chicken. Yeah, it's just chicken. Okay. Ja, sag ich, die Nudeln sind lecker. Ja, gell? Ja, gell? Equal in Nudeln. Es sind wirklich nur die Nudeln. Wenn man die Nudeln von der normalen Asia-Box austauschen würde, würde es genauso schmecken. Schau, deswegen ist sie meine Gourmet-Schwester. Oh mein Gott. So, Fazit gibt's gleich, Leute. Aber wir sind auch hier. Da war ich, bevor wir nach Berlin gefahren sind. Und das ist leider Material, das verloren gegangen ist. Deswegen sind wir nochmal hier, filmen das Ganze. Weil daraus wird ein eigentlich ziemlich cooles Reel, weil, ja, solche Asian Cafés gibt's in München nicht so viele. Könnte gut ankommen. So, da sind wir wieder, Leute. Das letzte Mal, wo wir da waren, hatten die 2 Minuten offen, also 2 Minuten nach Eröffnung. Süßes Asian Café. Die Kollegin meinte, Präsentation ist sehr schön. Sehr schön, ja. Sehr ästhetisch. Also das ist auch auf jeden Fall ein Laden, wo man sein Asian Girl hierher bringen kann für ein Date. Das hatten die beim letzten Mal nicht. Echt? Nee. Wir sind noch süßer geworden, Leute, hier. So. Ich hatte schon sowas erwartet, weil, also beziehungsweise ich hatte es gehofft. Weil das letzte Mal hatte ich auch sowas wie sie, aber mit einem anderen Geschmack. Das war auch sehr lecker. Aber deins kostet mehr als meins und meins hat ein Eis mit drin. Wo ich mir denke, Preis-Leistung ist das irgendwie besser, weil das hat ein Eis einfach so mit drin, Mann. Aber ist süß. Und wie gesagt, ja, München hat solche süßen Asian Cafés kaum. Und in Berlin hast du das halt einfach an jeder Ecke, Mann. Mein Gott, Berlin. Da kannst du alle deine Asian Girls, verschiedene Girls, in verschiedene Restaurants. Okay. Also ich habe gar keinen Plan, wie ich meins trinke. Nimm den Löffel dann. Also so wahrscheinlich. Weil, ist ja nicht umgerührt. Aber ist lecker. So wie letztes Mal. Die sind süß, die sind lecker. Ist ja ein Münchner Preis, aber finde ich okay. Finde ich okay. Sie findet es auch okay. Gut. Sieht auch sehr süß aus. Sehr aesthetically pleasing. Ich weiß. Der Dinosaurier. Eis, Leute. Sieht seit 5 Tagen Ernährung krass durch, Leute. Das ist das zweite Süße, was ich in 5 Tagen überhaupt hatte. Eins für Video, das zählt nicht. Okay, das ist auch Video, das zählt eigentlich auch nicht. Also der ist extrem lecker, Leute. Genau wie meiner, also der ist echt sehr lecker. Meiner, ja. Der braucht irgendwie eine Anweisung, wie heißt es, Anleitung, wie man den trinkt. Wir haben jetzt eine Menge umgerührt, aber schmeckt immer noch sehr, einfach nur nach Sprudelwasser. Aber hier unten ist halt immer noch sehr viel, was umgerührt werden muss. Aber er ist halt sehr voll. Richtig intensiv. Der ist sehr lecker. So. Der schmeckt so. Auch mit dem Eis schmeckt. Das Eis schmeckt man kaum mehr. Das ist so. Ja, ne? Schmeckt eigentlich nur nach Sprudelwasser. Ja, finde ich auch. Intensiver als das letzte Mal, mehr nach Matcha. Das letzte Mal war süßer. Unelegant. Nicht gut für das Video. Du bist doch voll aggressiv. Nein. Ich bin gar nicht aggressiv. Wir sind gut drauf, Leute. Was war das nochmal?
Mango Cheesecake. Ah. Schmeckt. Also ich kann es jetzt mit nichts vergleichen, weil ich hatte noch nie Mango Cheesecake, aber ich finde es lecker. Ich schon. Sie schon. Oh. Übrigens, da Leute, Sieg ist vegan, Burger und Co. Ich habe da noch Material, ich weiß noch nicht, ob ich es verwenden kann oder verwenden werde, aber ich habe da noch Material. Seid gespannt. Schlechte Neuigkeiten, Leute. Wir fahren am Wochenende nicht nach Nördlingen. Nico kann leider nicht. Ich wollte das vor der Ausstrahlung von Attack on Titan machen. Also ich versuche, dass wir trotzdem noch dieses Jahr dahin fahren, aber ja, dieses Wochenende nicht. Ansonsten diese Nudeln. Konsistenz krass. Ich feiere es, dass es halt so underground ist, so ja Insider, mittlerweile auch nicht mehr so Insider, aber hauptsächlich nur Asiaten dahin gehen und Touristen diesen Laden niemals entdecken würden. Aber die gebratenen Nudeln schmecken wie so eine 0815 China Box. Ging gar nicht klar. Also was heißt ging gar nicht klar, war okay, aber war jetzt ja der hier halt. Ansonsten dieses Café. Ist süß, finde ich gut, dass München jetzt langsam ein paar von denen bekommt. Und auf Insta, nee, nicht auf Insta, auf TikTok ist das gut abgegangen. Die Kollegin hat ja Loco Chicken empfohlen. Ich habe es versucht, aber ich glaube, der Hype ist gerade zu groß. Keine Lieferung möglich. Ich schaue die Tage immer wieder mal rein, ob sich was ergibt. Ansonsten kann ich leider nicht sagen, dass der Laden besser ist als Mama Bau. Dementsprechend müssen wir immer noch weiter suchen, bis wir einen Laden gefunden haben, der Mama Bau vom Thron entthronen kann und diesen Hype beenden kann. Mein Gott, ey. Ja, ansonsten Crypto-Pump ein bisschen. Das war's von mir, Leute. Wie immer, like, subscribe, kommentiert. Checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, das ist Bitcoin, DVCrow. Crypto Cash for Gedanken, jeder Tracking Series Business und ciao.